Herzlich willkommen zu unserer Zeitreise an der Grabkapelle auf dem Württemberg, dem Grabmal Katharina von Württemberg, der mit 30 Jahren gestorbenen, heute noch beliebten Königin des Landes. Wir befinden uns hier an dem Grabdenkmal einer großen Liebe. König Wilhelm hat seiner geliebten Frau Katharina, die er bereits im Alter von 30 verlor, hier ein wunderbares Monument hinstellen lassen zu ihrer Erinnerung. Es ist die Grabkapelle auf dem Württemberg, einzigartig in ihrer Art und gleichzeitig gelegen auf dem wohl schönsten Aufsichtspunkt rund um Stuttgart. Die Liebe höret nimmer auf. Eine Stelle aus dem Korintherbrief steht über dem Türsturz. Und diese Inschrift stimmt. Weil das Grabdenkmal ist wirklich das Monument einer großen Liebe. Äußerst ungewöhnlich. Im Hochadel, wo Heiraten ja eher eine Pflichtaufgabe war, haben sich hier wirklich zwei Seelen gefunden. Und obwohl, vielleicht auch gerade weil die Ehe so kurz war, war es eine ungeheure intensive Beziehung. Wilhelm hat diesem Denkmal und dieser Stelle in seinem Königreich immer besondere Bedeutung zugemessen. Das ging so weit, dass er, als er 1864 starb, festlegte, dass nur Katharina, er und die beiden Kinder aus dieser Ehe hier beerdigt werden durften. Welch ein Raumeindruck! Was für ein Kirchenraum! Rhythmisiert durch die Abfolge von Säulen und Pilastern mit all den Dekorations- und Gestaltungselementen, die die Klassik den Architekten zur Verfügung gestellt hat. Salucci komponierte mit souveräner Hand. Eingepasst in dieses Raumerlebnis sind auch die Figuren der vier Aposteln, von unterschiedlichen Bildhauern gemacht, auch ein Stück weit zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle waren Könner ihres Fachs. Alles weiß gehalten, hell, was eine angenehme, sommerliche Feierlichkeit erzeugt. Aber gleichwohl bereits innovatives Bauen, zum einmal der Lichtschacht über uns, der nicht wie im Pantheon in Rom offen ist, sondern verglast, gehalten durch eine Gusseisenkonstruktion, genauso wie die Verbindung vom Kirchenraum hinunter in die Gruft, bestes Wasseralfinger Gusseisen der württembergischen Eisenhütte, die wir so oft im Land wiederfinden. Katharina und Wilhelm, nur 3 Jahre waren sie verheiratet. Als Katharina 1819 starb, gab es 2 gemeinsame Kinder. Wilhelm hatte festgelegt, dass nur die unmittelbaren Nachkommen aus seiner Ehe mit Katharina hier neben dem Ehepaar selbst beerdigt werden sollten. Er wollte einen gemeinsamen Sarg, obwohl er in der Ehe danach mit Pauline verheiratet war, die ihm auch den Thronfolger gebar. Der Sarg ist tatsächlich einer Königin würdig. Aus feinstem Carrara-Marmor gefertigt, von Salucci, dem Architekten, entworfen, gemeinsam mit Isopi, dem königlichen Hofbildhauer, aber gefertigt in Italien von einem florentinischen Meister. 1824 kam der Sarg aus Italien hier auf den Berg an und dann wurde Katharina an ihre endgültige Bleibe überführt. Und 1864 gesellte sich dann der verstorbene Wilhelm dazu.